Warte mal, was ist heute für ein Tag? Ich glaube heute, war das heute? Oh Gott. Schlechtes Erinnerungsvermögen. Heute war, glaube ich, Forest. Also mein Tutorial Schrägstrich angezockt und vorgestellt Schrägstrich Survival Guide. Oh ja. Also ich persönlich, ich bin ein absoluter Fan von Forest. Uhrzeitmäßig, doch, das kriegen wir noch. Da können wir hier noch kräftig auf der Ömme hauen. Haben wir jetzt Effizienz mit dabei. So, und dann sollte ich auch erstmal. Was wir jetzt dann noch machen müssen, Freunde, ist eine kleine, eine ganz, ganz kleine Holztour. Damit wir ein bisschen Holz mitnehmen. Gar nicht lange, nicht mal ganz eine Folge, hoffe ich. Aber wie ich mich kenne, dann verplapper ich mich eh wieder und wir sind ein bisschen länger als eine Folge unterwegs. Stärken. Was will ich mit so viel Stärkebüchern? Effizienz ist da schon eher was. Schutz. So, die restlichen Level, die können wir eigentlich mal dazu benutzen, die Bücher zusammenzuführen. So, jetzt kommt der große Moment, Freunde. Schauen wir mal, was wir hier rauskriegen. So, 10 Block Diamant werden 18 Block. 18 einzelne Diamanten. Ja, das kann man halbwegs lassen, passt schon. So, jetzt pass mal auf. Kriege ich die alle ins Inventar? Ja, ich krieg sogar die Kiste mit. Sehr geil. Dann gehen wir jetzt mal zum Amboss. Nach Ambossar quasi. Ha. Und Effizienz und Effizienz. Gibt Effizienz 2, Effizienz und Effizienz ergibt Effizienz 2, Effizienz 2 und Effizienz 2 ergibt Effizienz 3, dass wir uns nicht mehr leisten können. Schade, na gut. Packen wir den ganzen Kladderadatsch mal weg. Hinfort, hinfort. Schärfe hatten wir doch auch ein paar, wa? Nee, das ist Stärke. Okay. Feuerschutz und Feuerschutz. Wo haben wir denn Effizienz? Wasseraffinität, Effizienz. Wo ist das nächste? Hier. Effizienz. Was haben wir hier? Schutz. Wie gut, dass wir so viele Schutzbücher haben. Was haben wir hier? Stärke. Oh, Stärke. Stärke. Ach Mann, ey, das ist. Stärke. Nemesis der Gliederfüße. Schusssicher haben wir das denn? Da. Schusssicher. Ja, unsere Verzauberungsbücher, die sind. Die häufen sich. Material ausräumen und dann gehen wir Holz fällen. Crafting Table. Ich dachte, die hätte ich hier irgendwo. Naja. Werkbank. So. Halt, da war noch eine Truhe. Ruhe. So, das ist hier Lapis, Diamantos, Redstonus. Der Rest, der kommt mit. Essen müssen wir uns noch. Da bin ich falsch, Tür zu. Essen müssen wir uns noch ein bisschen was mitnehmen. Wie schaut denn das aus mit Steaks? Gut, nehmen wir uns einen Stack Steaks mit. Nehmen wir uns einen Stack Weizen noch mit. Und ein Stack Möhren. Und ein Stack Kartoffeln. Ich sollte mal irgendwo ein sehr, sehr großes Feld mit Nahrungsgedöns anbauen. Oh ja, das wäre gar nicht so verkehrt. Dass wir hier mal wieder einen kompletten Arm mit Weizen haben und so weiter. Da könnte ich dann mal ganz fix eine kleine automatisierte Weizen-Kartoffel-Möhren-Farm machen. Ja, so als Vorschlag. Ach nee, das ist ja Farbstoff. Lapis ist ja Farbstoff, Farbstoff, Farbstoff. So, zack, zack. So, und dann gucken wir mal, was wir an Diamanten haben. Hohoho. Und naja, sind's 110, 121. Naja, das geht ja.
So, wie schaut's aus? Wir bauen uns mal noch schnell eine Axt. So ungefähr. Oh. Wo sind denn meine ganzen Sticks hin verschwunden, sag mal? So, jetzt bauen wir uns aber eine Axt. So, und brauchen wir sonst noch was? Eine Spitzhacke. Wir brauchen Eisen. Einen halben Stack. Ich habe auch keine Eisenspitzhacke mehr, sag mal. Ach stimmt ja, die haben wir in den Höhlen komplett verballert. Und hier unsere Glückeffizienz-Spitzhacke, die bleibt dann natürlich hier. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. So. Tada. Was bist du eigentlich? Haltbarkeit und Effizienz, okay. Gut. Da würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal noch ein Ründchen pennen. Müssten wir, denke ich mal. Ich höre schon wieder einen Skelettmann. Gute Nacht. So, guten Morgen. Der da außen kriegt jetzt erstmal voll auf die Mütze. Komm mal her da. Ja, nicht weglaufen. Ja, hier habt ihr große Fresse im Schatten, wa? So. Gut, dann gehen wir mal nach hinten auf die Farm, Freunde. Wir werden vermehren unser Tier. So, der Creeper ist gerade verschwunden. Schön, der Zombie ist auch im Arsch. Dann heißt das freie Born mit Marzipan. So, ach, naja, Korn habe ich keins dabei. Scheiß drauf, Hühner haben wir eh mehr als genug momentan. Ah, ich hätte mir eine goldene Moorrübe machen können. Guten Morgen, Schattenfell. Guten Morgen, Blutstumpen. Ja, ja, Blutstumpen, alte Socke. Legt Eier. Ich bin nämlich da. So, Tag. Wofür habe ich jetzt eigentlich Kartoffeln mitgenommen? Die frisst doch hier keiner. So, kommen alle her hier. Wir brauchen viel mehr Kühe. Viel, 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 viel mehr. Oh, cool. Wir haben Erfolg. Sehr schön. So, das bekommt natürlich jetzt hier der Nachwuchs. Der gibt uns hier natürlich auch wieder Level. Wodurch wir dann... So, haben wir jetzt alle? Oder kommt da noch wer? Boah, scheint, dass wir alle haben. Ich drehe mich noch ein paar Mal im Kreis. Ja, 29 ist 28. Okay, alles klar. Gut, dann Rangos. Ist mal wieder Zeit für Gefangenenfütterung. Mal gucken, vielleicht stelle ich auch irgendwann irgendwo mal irgendwie ein Hendry-Lager auf, wo ich dann eine Armee der Hendrys züchte. Obwohl, das wäre auch irgendwie gemein. So, komm, zwei Stück noch. Einer noch. Jetzt, sehr schön. So, und ich muss das erste Mal Nase putzen. Sekunde. So, Entschuldigung, aber jetzt läuft das wieder ein bisschen besser mit der Stimme. Jetzt ist der nasale Weg wieder frei, sag ich mal. Wollen wir Schafe züchten? Nee, gerade nicht. Habt ihr Eier gelegt? Nee, gerade nicht, wa? Dann, gehen wir. Gehen wir Holz fällen. Ja, hier, wie gesagt, das da wird wahrscheinlich, also der Bauernhof, so viel Mühe, dass wir uns auch gegeben haben, der wird wahrscheinlich irgendwann mal weichen und irgendwas anderes wird da kommen. So, da ist unser Steinprozinator. Den müssen wir mal reaktivieren irgendwann. Nom, 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 nom. So, jetzt mache ich hier erstmal komplett die Geschichte. Und dann kümmere ich mich mal, sobald wir hier alles abgeholzt, also nicht alles, sobald wir hier abgeholzt haben, kümmere ich mich mal darum, dass wir vielleicht so ein automatisiertes Feld mal machen. Nur mal eben fix, nicht professionell, sondern provisorisch. Irgendwo hingeklatscht, das muss nicht schön sein, das muss auch nicht auf Dauer da bleiben. Das ist jetzt dann einfach nur mal, damit wir unseren Weizen, Möhren und Kartoffelvorrat mal wieder etwas pushen. Und das soll dann auch wieder für ein paar hundert Folgen lang in dem Stil, wie ich das dann betreibe. Weil es wird ein sehr großer Stil werden.
muss ich dann nur mal kurz ein bisschen experimentieren und dann läuft das auch. Ich meine, im Kopf habe ich es eh schon, wie ich es machen möchte. Es wird dann... mal gucken, vielleicht führt das sogar dazu, dass Minecraft abschmiert, trotz dass ich hier 8 GB Arbeitsspeicher zugefügt habe. Bin ich mal gespannt. Also so wirklich gespannt, wisst ihr? Das wird dann so eine Leistungsprobe, so von wegen, was passiert, wenn auf einmal 10 Milliarden Kartoffeln in der Gegend rumfliegen? Oh yeah. Also so Internetserver würden bestimmt abkacken. Das sehe ich ja hier teilweise an meinem Nitrado-Server. Ich habe mir hier so einen Ultimativ-Server gemietet. Wissen ja bestimmt manche von euch. Und dieser ultimative Server, also in Anführungsstrichen ultimativ, hat trotzdem bei Minecraft ab und zu seine Lag-Probleme. Wo ich mir dann schon gedacht habe, was nützt mir da so ein Ultimate-Server, wenn das Ding trotzdem rumleckt wie Sau. Da kann ich mir auch den Billig-Server machen oder zu Hause meinen Zweitrechner als Server anschmeißen. Hatte ich mir auch schon mal überlegt, ob ich meinen anderen Rechner, der hier irgendwo in der Gegend rumsteht, ob ich den nicht irgendwie als Server konfiguriere, wo man dann, keine Ahnung, mit so vielen Leuten drauf kann, wie man möchte. Und das alles gratis, dass ich sage, hier komm, ich schmeiße einen Server an, heute Abend großes Community-Treffen, ihr kommt alle auf bla bla blub Gerödelgedöns. Weil das Ding, das muss ich ja dann wirklich nur anschmeißen, wenn ich hier so eine Community-Aktion mache. Und die Datenverwaltung, die ist auch bei weitem einfacher als auf so einer Online-Schose. Oh, nächste Axt. Weil dann musstet ihr wieder so einen File-Transfer-Manager runterladen, man. Und musste gucken, dass du dann irgendwie deine Daten hochkriegst. Ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile vereinfacht haben. Ich meine, wann war ich das letzte Mal drauf? Ich glaube, vor einem halben oder dreiviertel Jahr war ich das letzte Mal auf dem Nitrado-Server. Um da Daten zu bearbeiten, meine ich natürlich. Und ja. Ich habe mir schon mal überlegt, ob ich diese Welt hier mal auf den Nitrado-Server schmeiße. Und so eine Karte zeichnen lasse. Weil die Nitrado-Server, die haben ja so einen Karten... Dingsbums dabei. Obwohl, das könnte ich mir, glaube ich, auch aus dem Internet laden. Da müsste ich mir die Arbeit nicht machen mit runterladen, hochladen, tun und machen so und so. Sehen wir ja dann. So, wie viel Holz haben wir denn? Naja, 2 Stacks erstmal. Wir haben erst 2 Stacks? Ich dachte, wir haben jetzt übelst was an Holz hier gemacht. Naja, stimmt das? Ja, stimmt. Jetzt fangen wir den dritten Stack an. Ach du Heimatland. Das muss aber noch ein bisschen, Freunde. Das muss echt noch ein bisschen. Weil wir benötigen einiges an Holz. Denn unsere Mauer, der ein oder andere... Ach, was. Der ein oder andere, der kennt das ja von meiner Mauer. Da kommen ja jetzt Holzbalken hinein. Einfach so, dass es designermäßig noch ein bisschen schicker aussieht. Jetzt haben wir hier wieder so einen Mutanten. So, da müssen wir erstmal gucken, dass wir hier alles erwischen. Dass der auch schön brav decayt und nichts überbleibt hier. So. So, was mache ich dann heute noch? Also das Infovideo mache ich heute noch. Ich mache heute noch 2 Folgen angezockt und vorgestellt. Also ich habe es zumindest vor, dass ich sie mache. Dann mache ich heute noch Battlefield und Skyrim. Und ja... Dann wird das heute auch schon der Tag gewesen sein, denn abends, da bin ich wieder mit meinen Jungs unterwegs. Das muss ja auch sein, bevor man sich verkrümelt. Dass man sich ordnungsgemäß verabschiedet von allen. So. Jetzt ist die Frage, wo steckt hier noch was? Hallo? Also da decayt schon alles, da könnte noch was sein. Ne, da decayt auch schon alles. Da ist noch was. Haha. So, ansonsten, da schaut's noch nach was aus, oder? Nein. Hallo, da. Ach, das ist ein neuer Baum. Okay, dann denke ich mal, können wir noch nicht runter. Hier so. Da so. So. Ah, das ist auch schon wieder ein neuer Baum. Okay, sehr schön. Oh. So weit wollte ich dann... Oh. So. Jetzt.